Also eigentlich wollte ich heute kein Video mehr machen, aber ich muss noch eins machen, weil ich gerade eben, als ich ein Bild gemacht habe, lauter Orbs gesehen habe. Also Orbs, diese Geister, ja, oder Energiebälle. In der letzten Zeit passieren seltsame Sachen hier in meiner Wohnung, keine Ahnung. Ich habe es Gott sei Dank nicht nur alleine gesehen. Das ist das Einzige, das mich freut, weil ich dann nicht denke, ich bin hier, ne, nicht mehr ganz dicht, aber. Zum Beispiel zweimal war ein ganz helles Licht im Hausflur. Also es ist ein kurzer Flur und das Licht war aus, ne? Also du siehst immer die Wand. Und da ist auch ein nicht Kleiderständer, aber ein Haken zum Jackenaufhängen, ja. Und du siehst immer diese Wand. Und das Licht war so hell, weil man war wie so ein Lichtblitz, dass du nicht mehr die Wand gesehen hast. So hell war das. Und es kann die Lampe nicht gewesen sein. Ja, die war A aus, ja, und B ist sie nicht so hell. Und wir haben alles Mögliche probiert, um es rauszufinden. Meine Mutter war oben im Flur und die hat es nicht gesehen und wir haben es unten gesehen. Also zweimal. Ganz seltsam. Wie gesagt, und ständig diese Orbs, ja. Und Dinge passieren einfach, wo du denkst, ey, keine Ahnung. Es geht schon wieder los. Also ich hatte ja schon mal das Problem mit Schattenwesen und Geistern, aber da habe ich eben auch, wie gesagt, mit dem Hexenbrett rumgefummelt. Das habe ich nicht gemacht, wirklich gar nichts gemacht. Aber ich hoffe, es fängt nicht wieder an. Also wenn einer von euch irgend so eine Idee hat, was das war, bei uns im Haus, es war kein Gewitter oder irgendwas, kein Blitz, ja, was das gewesen sein kann oder ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Dieser unheimlich helle Lichtblitz, wo du nicht mal die Wand mehr siehst, so hell ist der, würde mich echt mal interessieren, ob ihr das auch schon mal erlebt habt oder kennt oder jemand kennt, wo das erlebt hat oder wisst, was das bedeutet. Also, ich habe schon so ein bisschen Angst. Also, so im Moment, ich habe Angst, dass es wieder losgeht, ja, weil ich weiß, wie schlimm es war und ich brauche das nicht nochmal. Also, ich hoffe, ihr könnt mir da helfen. Drückt mir die Daumen, dass es nicht wieder losgeht. Bis bald.